Wenn Sie sich jemals mit Zahnschmerzen aufgrund einer starken Karies konfrontiert sahen, haben Sie wahrscheinlich schon von der Möglichkeit einer Wurzelkanalbehandlung gehört. Diese zahnärztliche Prozedur wird häufig durchgeführt, ein Viertel HRT, um einen Zahn zu retten, der durch tiefe Karies oder eine Infektion im Zahninneren geschädigt wurde. In diesem Video werden wir Ihnen Schritt FA ein Viertel Schritt erklären, wie eine Wurzelkanalbehandlung abläuft und warum sie eine wichtige Rolle bei der Erhaltung Ihrer Zahngesundheit spielt. Schritt 1 – Diagnose und Vorbereitung. Der erste Schritt bei einer Wurzelkanalbehandlung ist die Diagnose der Ursache des Zahnschmerzes. Wenn Sie starke Schmerzen haben, die nicht durch Schmerzmittel gelindert werden können, sollten Sie umgehend einen Zahnarzt aufsuchen. Ihr Zahnarzt wird eine GA-1/4-ländliche Untersuchung durch Vereinviertlerin und mit Hilfe von Röntgenaufnahmen feststellen, ob eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich ist. Sobald die Diagnose gestellt wurde, wird Ihr Zahnarzt den Behandlungsplan mit Ihnen besprechen und Sie auf die anstehende Maßnahme vorbereiten. Sie erhalten detaillierte Informationen darüber ein Viertel BER, was während der Behandlung passieren wird und wie Sie sich darauf vorbereiten können. Schritt 2 – Lokalanästhesie und Zugang zum Zahninneren. Bevor die eigentliche Behandlung beginnen kann, wird Ihr Zahnarzt den betroffenen Bereich mit Lokalanästhesie betäuben, um sicherzustellen, dass Sie während des Eingriffs keine Schmerzen empfinden. Nachdem die Betäubung wirksam geworden ist, wird Ihr Zahnarzt den Zahn aufnäffen, um Zugang zum Zahninneren zu erhalten. Der Zugang wird durch eine kleine Öffnung im Zahn hergestellt, die es Ihrem Zahnarzt ermöglicht, das infizierte Gewebe zu entfernen und den Wurzelkanal zu reinigen. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Infektion zu beseitigen und den betroffenen Zahn zu retten. Schritt 3 – Entfernung des infizierten Gewebes. Nachdem der Zugang zum Zahninneren hergestellt wurde, wird Ihr Zahnarzt das infizierte Gewebe aus dem Wurzelkanal entfernen. Dies wird durch spezielle Instrumente wie feine Feilen und SPA-Einviertelungen durchgeführt, ein Viertel HRT, um sicherzustellen, dass der Wurzelkanal GA-1/4 endlich gereinigt wird. Die Entfernung des infizierten Gewebes ist ein wichtiger Schritt, um die Infektion zu stoppen und zu verhindern, dass sie sich weiter ausbreitet. Ihr Zahnarzt wird sicherstellen, dass der Wurzelkanal vollständig gereinigt wird, bevor er mit dem nächsten Schritt der Behandlung fortfährt. Schritt 4 – FA-Einviertelung des Wurzelkanals. Nachdem der Wurzelkanal gereinigt wurde, wird er mit einem speziellen FA-Einviertelmaterial GFA-Einviertel LLT, um sicherzustellen, dass keine Bakterien oder Infektionen zu RA-Einviertel C bleiben. Dieser Schritt ist entscheidend, um den betroffenen Zahn zu stabilisieren und zu verhindern, dass sich die Infektion erneut ausbreitet. Die FA-Einviertelung des Wurzelkanals erfolgt in der Regel mit einem Material namens Gutapacha, das sich gut an die Form des Wurzelkanals anpasst und ihn vollständig abdichtet. Nachdem der Wurzelkanal GFA-Einviertel LLT ist, wird Ihr Zahnarzt den Zahn wieder verschließen und mit einer temporären FA-Einviertelung abdichten. Schritt 5 – Abschlussbehandlung und Restauration des Zahns. Nachdem die Wurzelkanalbehandlung abgeschlossen ist, wird Ihr Zahnarzt eine Abschlussbehandlung durchführen, ein Viertel RA-Einviertel, um sicherzustellen, dass der betroffene Zahn wieder voll funktionsfähig ist. Dies kann die Anbringung einer Krone oder eines Inlays umfassen, um die Stabilität des Zahns zu verbessern und ihn vor weiteren Schäden zu schützen, ein Viertel RA-Einviertel. Die Restauration des Zahns ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass er wieder normal funktionieren kann und dass er ästhetisch ansprechend aussieht. Ihr Zahnarzt wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Restauration Ihren individuellen BA-1/4-Öffnissen entspricht und dass der betroffene Zahn wieder gesund ist. Fazit: Insgesamt ist eine Wurzelkanalbehandlung eine wichtige zahnärztliche Prozedur, die dazu beiträgt, einen Zahn zu retten, der durch tiefe Karies oder eine Infektion im Zahninneren geschädigt wurde. Indem der betroffene Zahn gereinigt, GFA-1/4 LLT und restauriert wird, kann die Wurzelkanalbehandlung die Infektion stoppen und verhindern, dass sie sich weiter ausbreitet. Wenn Sie starke Zahnschmerzen haben oder feststellen, dass Ihr Zahn empfindlich auf Hitze oder Kälte reagiert, sollten Sie umgehend einen Zahnarzt aufsuchen. Eine FA-1/4-seitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um zu verhindern, dass sich die Infektion verschlimmert und den betroffenen Zahn irreparabel beschädigt.
Denken Sie daran, dass eine Wurzelkanalbehandlung in der Regel schmerzfrei ist und Ihnen dabei hilft, Ihren Zahn zu retten und Ihre Zahngesundheit zu erhalten. Wenn Sie weitere Fragen zur Wurzelkanalbehandlung haben, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1/BER Ihre Bedenken und lassen Sie sich A1/BER die Behandlungsoptionen informieren.